muss sagen, mein Büro ist wirklich eine Reflexion meines eigenen persönlichen Stils. Ich mag es gern, wenn es sehr schlicht ist. Man kann leichter damit arbeiten. Aber natürlich auch, es ist sehr schön, wenn man wieder die Kunstprodukte, an denen man so lange gearbeitet hat, auch ausgestellt hat und von denen ständige Inspiration bekommt. Und wir haben hier das Glück, mit so vielen verschiedenen Künstlern gearbeitet zu haben. Wir haben wirklich entweder Skizzen, Prototypen, die finalen Stücke. Ich habe Fotos hier von meiner Familie, die für mich immer wieder inspirierend sind, wie zum Beispiel das Foto hier oben von meinem Vater und meinem Großvater. Das waren beide große Vorbilder für mich. Also in einem gewissen Sinne tue ich, was mein Großvater damals gemacht hat. Er hat damals mit Christian Dior gearbeitet und Coco Chanel, und ich dachte mir, Mensch, was ist die äquivalente Person von Christian Dior, aber im 21. Jahrhundert? Und für mich war das der Alexander McQueen. Mein Vater war zuständig für die Produktion 44 Jahre lang. Ich bin sozusagen im Unternehmen aufgewachsen, in der Firma aufgewachsen. Mein Vater hat mich ständig in die Fabrik mitgenommen und ich habe eben die Produktion miterlebt. Und natürlich habe ich auch Fotos von meinen Kindern hier. Meine Kinder sind auch eine Inspiration für mich. Ich lerne sehr viel von meinen Kindern. Sie sind sehr weise. Und wir müssen nicht nur für das Unternehmen ein gutes Vorbild sein, aber natürlich auch für die Kinder. Und dann habe ich Fotos von einigen unvergesslichen Momenten. Dann habe ich die verschiedenen Kunstobjekte, die wirklich entstanden sind durch Zusammenarbeiten mit Designern und Architekten. Und dann auch meine lieblingskleinen Objekte von unserer Collectors Society, wie zum Beispiel die Mickey Mouse. Wir haben natürlich mit Disney eine sehr enge Zusammenarbeit. Anfang dieses Jahres haben wir auch Cinderella. Wir haben einen Schuh kreiert für Cinderella. Und es ist schön, nicht nur ein Designobjekt zu haben, sondern auch ein Objekt, welches eine gewisse Bedeutung hat.